Hallihallöchen und herzlich willkommen wieder zurück bei SIGTV, dem einzigen Wahnseher hier auf YouTube. Was geht? Wir haben heute jetzt ein richtig geiles Thema und zwar, es geht um Jay Riddle, denn dieser kleine Jakob Rätsel, der macht uns schon immer Sorgen, ob er vielleicht doch bald mit der falschen Dame zusammen ist. Nein, aber jetzt hat er wieder ein neues Video rausgebracht, beziehungsweise nicht jetzt, sondern vor 10 Tagen laut aktuellem Stand. Ihr wisst ja, ich war ja über Neujahr und so etwas abwesend, entspannt auf dem Sofa, am Zocken. Hab vielleicht 3 Spiele gleichzeitig angefangen, also wer kann, der kann, aber Urlaub muss auch genossen werden. Und was wir jetzt genießen ist, das Meisterwerk Shoyoka löscht dich. Ich kenne ein paar Szenen aus anderen Reactions, deswegen ein paar Sachen weiß ich schon, was drin vorkommt. Aber es wird bestimmt ein episches Fest für die anderen paar Minuten, die wir da haben. Ich hoffe, wir können auch ein paar Sachen dazu bringen, was witzig ist. Nichtsdestotrotz, ich sehe gerade, hey Leute, ich bin zurück und muss diesmal immer gegen Shoyoka werden. Achso, genau. Nichtsdestotrotz, auch wenn alle das sagen, ich sage trotzdem, lasst einfach Shoyoka in Ruhe, macht einfach nichts zu ihr, schreibt einfach nur witzige Kommentare, dass ihr es witzig fandet oder was auch immer, aber kein Hate will ich sehen, ich werde sowas wegbannen, ist mir scheißegal. Und ich hoffe, andere YouTuber versuchen das auch, so gut es geht, möglich ist, ne? Aber bei 1100 Kommentaren ist sowas auch schon schwer. Aber ich hoffe zumindest. So, dann würde ich sagen, die Musik geht aus und ta-ta-ta-ta-ta-ta. Es geht jetzt los mit Jay Riddle. Das reine Böse und Shoyoka löscht dich endlich. Die streamt übrigens am 15.01. Ich habe mich bei der letzten Reaction versprochen. Ich habe gesagt, dass sie gestern gestreamt hätte. War eine Falschaussage. Am 15. ist sie wieder am Start. Aber können wir mal gespannt sein, ob da nochmal was kommt oder nicht, ne? Ich bin eine Frau. Hey, oh Leute. Ich bin eine Frau. Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem bisher aufwendigsten und ja, man könnte sagen, meinem persönlichsten Video bis jetzt. Es geht um die aktuellen Entgleisungen von Skandalnudel, Cancel Culture Koryphäe Shoyoka. Sie ist das pure Böse. Furchteinflößender als eine wilde Bestie, eine gierige Bestie mit knirschenden Zähnen, die alles verschlingt, ein rachsüchtiges, der Hölle entsprungenes Bestie. Das ist absolut Rotze. Und ihrem Werk. Ist aber auch schon ein bisschen heftig, muss man schon sagen. Aber ey, geil angesprochen. Derzeitigen Berserker-Modus auf Twitter, wo sie jetzt anfängt, sogar mir vogelwilde Dinge anzudichten, bei der auch der letzte Trottel zu der Erkenntnis kommt. Da kann doch was nicht stimmen. Also lasst uns das. Wirklich der letzte Trottel? Ich glaube, ihr folgen immer noch genügend Leute und ihr wird immer noch geglaubt und permanent Soli, obwohl die Leute doch de facto nicht ignorieren können. Also, ich glaube nicht, dass es der letzte Trottel verstanden hat. Ja, 2023 mit einem Knall beenden und hoffentlich zum allerletzten Mal jetzt Shoyoka so richtig zusammenfalten. Ungefähr so. Wem Shoyoka nichts sagt, das ist die Person, welche ständig mit arroganten Abfälligkeiten gegenüber normalen Leuten auffällt. Freunde, Funktion. Ja, weiß hetero cis Mann. Weiß hetero cis Mann. Was ist, wenn eine Frau ist? Woman for Trump. Weiß hetero cis Mann. Woman for Trump. Weiß hetero. Ja. Ey, das ist ein Wahlplakat von ihr, oder? Weiß hetero cis Mann raus. Weiß hetero cis Mann raus. Ey, ohne Scheiß. Die steckt ja aber auch wirklich alles in eine Schublade. Ich habe eine Reaction auf dieses Video gesehen, bei der ein gewisser jemand das Fehlen seiner Humorverständnisse als unter Beweis gestellt hat. Jemand, das Fehlen seines Humorverständnisses. Wer konnte darüber nicht lachen? Wer konnte darüber nicht lachen? Du, übrigens, ich verstehe, also ja, man raged, ne? Das ist ganz klar. Aber man muss es trotzdem im Nachhinein alles mit Humor nehmen, weil es geht nicht anders. Wer ist das? Wer ist Neidhahn? Wer ist ein Neidhahn? Entschuldigung, der Wortwitz musste sein. Ich habe keine Ahnung, wer das Neidhahn ist. Aber wahrscheinlich ein größerer YouTuber als ich. Ah, Ziel erreicht. Übrigens, größerer YouTuber unten in der Beschreibung. Abo, ne, denkt dran. Originallink und Abo, dann ihr wisst, was ich meine. Ich meinte eigentlich dekadent. Ah, der Karl. Der eine Karl, der zufälligerweise
das gerade mit Trissy da auch am Start hatte. Hm, ja, will ich jetzt dazu einfach nicht äußern. Also, ich bin bei Karl kaum informiert, aber das, was ich bis jetzt kennengelernt habe, war nicht gerade so optimal. Aber ich glaube, es ist ja nicht nur so. Ich sehe, ich bin zu sehr informiert. Wahrscheinlich. Nathan aber auch, er versteht viele Jokes nicht und nimmt dann das dann ernst. Naja, wer eigentlich weiß, was das für ein Video ist, es ist hier absolut auf Humorbasis angelegt. Er nimmt Fakten, die existieren, überspitzt sie mit einem guten Würzen Sarkasmus und vielleicht noch ein bisschen Satire. Und dann hast du ein schönes Video, das einen zum Unterhalten einlädt und zum Lachen. Ich meine, spätestens bei Jack Sparrow muss man einfach lachen, weil jeder verstanden hat, worum es geht. Ach komm, also ganz ehrlich, wenn ich da jetzt aufgetreten wäre und ich bin das Böse, was auch immer, ganz ehrlich, ich hätte lachen müssen. Ich hätte lachen müssen, so, what the fuck, keiner meint das doch ernst. Man merkt doch offensichtlich, dass es ein Spaßvideo ist. Man muss auch über sich selber lachen können. Das sagen ja auch Komiker, also viele Komiker sagen ja selber, man muss über sich selber auch lachen können. Denn nur dann funktioniert es überhaupt, witzig zu sein. Komisch, ich kann über mich lachen, aber ich bin überhaupt nicht witzig. Irgendwas mache ich falsch. Funktionieren Nazi-Gruppen? Erzähl uns was, womit wir nicht gerechnet hätten. Cis-Heteroman. Die Person, welche als Person des öffentlichen Lebens ständig gegen alle schießt bzw. Unsinn verbreitet und wenn dann Leute darauf eingehen, ist das in ihren Augen eine 11-monatige frauenfeindliche Hasskampagne gegen sie. Und sie macht einen auf... 11 Monate! Auf... Muss das... Oh, nee. Mal ernsthaft, sie steht wegen ihrer dummen Aussagen in der Kritik nicht dafür, weil sie eine Frau ist. Genauso wie Leroy, der stand auch lange in der Kritik wegen seinen Videos. Hat der sich jetzt hingestellt und gemeint, es läuft eine rassistische, rollstuhlfeindliche Hasskampagne gegen ihn, nur weil es ein paar Kommentare von dämlichen Antisemiten in die Richtung gab. Ich sage nein! Er hat sich hingesetzt und das nicht behauptet. Du Goofy. Aber nein, Shoyoka sieht Dinge, die andere nicht sehen. So hat sie auch erkannt, dass die Ich sehe tote Menschen. Super problematische Alicia Joe der schwarzen Community schadet. Und das ist so weit weg von der Realität, das glaubt ihr gar nicht, Leute. Ich habe Alicia vor kurzem auf dem Monte-Event kennengelernt und... Alter, schon allein diese Animation von Jay. Man merkt, du brauchst im Grunde keine geisteskranke, aufwendige Animation. Es reicht, wenn du mit dem Zeiger so hingehst und das Ganze aufnimmst. Das musst du dir mal überlegen. Das reicht vollkommen. Oh, ich feier's. Zu Nathan kann man sagen, dass er zu laut seiner Aussage Autist ist. Einige Autisten haben wirklich Schwierigkeiten, Humor zu verstehen. Ich bin selbst auch ein Autist und habe auch länger gebraucht, um solchen Humor zu verstehen. Du, ganz ehrlich, wenn jemand deinen Humor nicht versteht, werde ich aber nicht sagen, dieser Mensch ist dumm. Und wenn dieser Mensch dann auch noch sagt, er ist ein Autist, dann kann ich zumindest mehr verstehen, warum es halt nicht gleich verstanden wird. Wenn einer den Humor nicht feiert, akzeptiere ich. Wenn jemand den Humor nicht versteht, akzeptiere ich auch. Wenn jemand aber den Humor abspricht, obwohl es offensichtlich ist für die große Masse, dass es als satirisches Video angelegt ist. Also, sorry, das ist ja offensichtlich schon an die Videoclips, die eingeblendet sind. Ne? Und die ist super in Ordnung. Habe dort sogar ein Foto mit ihr und ihren Homies gemacht, mit denen sie da waren. Und sorry, ganz ehrlich, wie kannst du das nicht erkennen? Die beiden und die Homies, die da noch da waren. Sie waren nie so da. Also kann das ja nur ein Witz sein, weil es gibt's nicht in der Realität. Nette Leute, die hatten auch immer ein Feuer, wenn ich eins brauchte. Aber mal ernsthaft, dort hat mir Alicia auch erzählt, dass sie in ihrem ganzen Leben noch nie einer farbigen Person geschadet hat, bis auf, ja, den Unfall im Garten letztlich. Ich werde heute endlich das Eichhörnchen umbringen, das immer unsere Tomaten klaut. Heute brauchen wir 8, mein Sohn. Ich möchte Bruschetta machen. Im Großen und Ganzen könnte man sagen, dass alles, was von Shoyokas Meinung abweicht, anscheinend... Gibt dir recht, allerdings bleibt Nathan auch dann stur, wenn er erklärt bekommt, dass er ein Joke war. Wie gesagt, wenn jemand einen Joke aberkennt, obwohl eine Pointe wirklich zu erkennen ist. Wie gesagt, ich sag's ja immer wieder, zum Beispiel, Tim bringt öfters mal Tweets raus, wo ich nicht mal eine Pointe erkennen kann und sagt, das ist überhaupt jetzt in meinen Augen nicht witzig. Ich kann dagegen nicht vorgehen, werde auch nicht dagegen vorgehen, aber sage halt, ich kritisiere sowas und finde, er könnte es, wenn schon, etwas logischer machen oder am besten gleich lassen. Das wäre für alle besser. Wirklich, für alle.
problematisch ist und allein diese Ignoranz von Shoyoka ist so unangenehm. Manchmal denke ich, sie hat ein Brett vorm Kopf wie Leroy beim Hürdenlauf, aber als wäre ersteres nicht schlimm genug, gehen bei ihr Begriffe wie Nazis und transfeindlich locker flockig von der Zunge, als wäre es ein guten Morgenschatz. Und ey, wenn diese Universalwörter in ihrem Satzbaukasten mal nicht passen, dann kann man ja immer noch Nazi, ad hominem, transfeind, Schwurbler, vor dem Bus werfen, marginalisiert, Opferrolle. Boah, ich liebe den Humor von Jacob, also muss man schon sagen. Der hat halt zu viel Karl geschaut. Noch marginalisierte Gruppen vor den Bus schmeißen. Wenn man People of Color vor den Bus schmeißt. Oder aber man wird halt selbst opferrollenmäßig vor den Bus geworfen. Weil ich auch an dieser Situation gerade wieder einfach vor den Bus geworfen werde und sich die politische Linke völlig darin versagt, sich mit mir zu solidarisieren. Generell. Naja. Warum sollte man sich solidarisieren, wenn man halt nicht dahinter steht? Nur weil du einer Gruppierung angehörst, ich sage extra Gruppierung, weil das kannst du auch in normal neutral setzen, heißt es nicht, dass du unbedingt Solidarität zeigen musst. Nur weil ich jetzt ein Gamer bin, muss nicht jeder Gamer hinter mir stehen. Wenn ich jetzt bei, keine Ahnung, irgendeiner Partei bin, muss nicht die ganze Partei hinter mir stehen. Wenn ich keinen Plattenschimmer, was gibt's noch? Wenn ich zum Rammstein-Konzert gehe mit anderen Artgenossen, die genau die gleiche Musik feiern, heißt es nicht, dass sobald ich ein Statement zu Rammstein gebe, dass die alle hinter mir stehen. Das macht halt keinen Sinn. Warum versteht man das nicht? Das verstehe ich nicht. Das ist das Einzige. Ich verstehe nicht, warum man es nicht versteht. Ich habe Probleme mit den Grundursachen. Ne? Ich habe nicht Angst vor irgendwelchen anderen Sachen, ich habe Angst vor der Angst, so eine Art, weißt du? Scheint sie ein sehr schwieriges Verhältnis zu Bussen zu haben, so oft wie sie das Wort negativ verwendet. Ihre Schulzeit stelle ich mir so vor. Stop! Stop the bus! Oh nein! Ich bin es. Au! Bevor wir so richtig reingehen in den Bruch, muss ich heute mal aus Befangenheit ein paar ernstere Worte an euch richten. Deshalb gibt es heute vor dem Start mal eine Minute nicht von Jay Riddle direkt. Vor dem Start. Wir sind schon bei 3 Minuten 19, ne? Vor dem Start. Sondern vom Typen hinter der Maske, weil das Thema gerade sehr hochgekocht ist und ich es als wichtig empfinde, das mal nüchtern einzuordnen. So, kurz mal Real Talk, Jungs und Mädels. Ich habe lange überlegt, ob ich dieses Video mache. Eigentlich hatte ich mich dagegen entschieden und wollte es nach Absturz von Shoyoka gut sein lassen auf diesem Channel. Meine Videos sind offensichtlich sehr humoristisch und satirisch gestaltet auch und gerade dann, wenn man den Humor nicht versteht oder feiert, kann das schon etwas provozierend sein. Deshalb hatte ich mich darauf beschränkt, nur noch auf dem Zweit-Channel auf die Shoyoka-Thematik einzugehen, wo ich die Möglichkeit habe, in längeren Reactions das Thema größtenteils sachlich zu beleuchten. Ganz wollte ich die Sachen und die Cancel Culture, welche sie in den letzten Wochen losgetreten hat, natürlich auch nicht unkommentiert lassen, nur halt auf Jay Riddle das reine Böse, habe ich mich zurückgehalten, weil A, die Reichweite hier viel höher ist und B, sich hier vor allem mit Humor, Satire und Übertreibung geäußert wird und ja, das kann man immer mit einer Brechstange falsch verstehen, wenn man es dann unbedingt möchte. Jedenfalls hatte sie nach außen hin kommuniziert, dass es ihr mit der Situation nicht gut geht und das wollte ich für gegeben annehmen und wollte da jetzt nicht weiter Öl ins Feuer gießen, zumal ich mich ja hier jetzt schon geäußert hatte. Bis sie jetzt nochmal nachgetreten hat. Sie hatte sich wochenlang zu mir nicht auf Twitter geäußert und jetzt kommt sie um die Ecke mit maximal frechen Aussagen und maximal dreisten Framing, weshalb ich jetzt heute mein Recht auf Gegenschlag natürlich nutzen werde. Dafür werde ich die letzten Wochen aufarbeiten, was die sich so geleistet hat. Und damit das hier kein 30-Minuten-Video wird, kommt heute Part 1 und in circa einer Woche kommt dann der zweite Part, der finale Part und dann ist die Sache für mich auch erledigt. Also finale Part? In einer Woche, es sind 10 Tage. Jay, hast du dein Wort gebrochen? Da ist kein Video dabei. Boah, bist du frech, Alter. Ey, da muss man sich schon rätseln, ne? Meine lieben Spatiaten, setzen wir noch ein letztes Mal die Segel. Volle Fahrt voraus in die Fresse von Shoyoka und begrüßt mit mir Captain Jay Sparrow. Oh Gott, das wird wahrscheinlich super wieder fies ausgelegt, ne? Der Captain, wer kennt ihn nicht? Kapitel 1. Überemotional, überdramatisch. Butter bei die Fische, wir haben uns alle geirrt. Jeder, der dachte, Shoyoka würde überemotional auf Dinge reagieren, kann jetzt einfach mal die Fresse halten. Ich bin nicht die Person, die toxisch ist. Ich bin nicht toxisch, ich bin nicht bösartig, ich bin nicht gefährlich, ich bin nicht böswillig, ich bin nicht hysterisch, oh. Überemotional. Jetzt habt ihr es gehört, diese... Oh, oh, oh.
Jetzt Adjektive kann's. Passen alle auf gar keinen Fall zu unserer Shoyoka und die Antwort auf die Frage, ob sie jemals so gewesen ist, wird ausschließlich beantwortet mit Niemals! Niemals! Leider, leider habe ich aber doch ein paar Dinge in meiner Recherche gefunden, die ja nicht so ganz deckungsgleich mit der Selbstwahrnehmung von Shoyoka sind. Und als ich die gesehen habe, habe ich vor Schreck, obwohl ich topfit bin, Schnappatmung bekommen. Also, dass die Bubble um Shoyoka herum überdramatisch ist, ist ja schon mal weit hergeholt. Das ist ja ganz klar. Ist ja highly beängstigend. Tick-Tack. Popcorn. Für Freirumre, der besten Freundin von Shoyoka zum Beispiel, kommt ja ein Tick-Tack auf Twitter, welches aussagen soll, dass die anwaltliche Abmahnung bald bei ihr eintreffen wird, schon einer Bombendrohung gleich. Das gibt eine Abmahnung. Tick-Tack. Und Dara, das ist der persönliche Sim von Shoyoka, der probiert hat, Shoyokas dumme Aussagen zu verteidigen und dafür ins Kreuzfeuer geraten ist. Dieser Dara, der sieht mit der Verbreitung von diesem Bösen auch gleichzeitig einen rapiden Anstieg der Jugendkriminalität, weil dies suggeriere ja den 14-Jährigen, dass es ab jetzt in Ordnung ist, Frauen zu verkloppen. 15-jähriger Junge bist und du schaust Kuchen-TV und Kuchen-TV wird wahrscheinlich von sehr vielen jungen Menschen geschaut, dann denkst du halt, das kann man mit Frauen so machen, das ist okay. Na klar, ist auch das normale menschliche Denken. Dass 15-Jährige so, dass sie sich einfach die Birne einkloppen, weil sie einfach leider Mobber sind, ja. Keine Ahnung, schau Karl nur noch selten, aber ja, hat immer so eine Phase, okay. Ich habe Karl wirklich nie selber verfolgt. Hat nie so mich gereizt, muss ich ehrlich gestehen. Sowas gibt's halt auch. Und vor allem, man hat ja auch noch ein Real Life, eine Vollzeitarbeit, eine Beziehung, Freunde, Haushalt, und man hat so vieles, ne? Dazu kommt natürlich die fatale Aussage von Unmensch Tobias Huch, welcher sich in einer einstündigen sachlichen Reaction erdreistet hat, zwischendrin mal das Wortspiel zu machen. Wegen Freiraumreh macht er vielleicht doch seinen Jagdschein. Das wird selbstverständlich als Gewaltandrohung geframed, weil ist ja schon realistisch, dass Tobias Huch bald mit einer AK-47 durch Spandau marschiert, nachdem er den Krieg in Israel eigenhändig beendet hat. Ihr merkt die Aussagen der Woke. Der ist doch ein Rambo hier, also der Tobias, der ist doch ein Rambo. Ich wäre da schon vorsichtig. Er hat schon Sachen gefragt, ey. Ihr wisst gar nicht, die Leute sind verschwunden. Wenn er jemanden auf dem Kicker hatte, die sind einfach verschwunden. Natürlich ist es ja auch logisch, dass er vielleicht auch Freiraumreh verschwinden kann. Offensichtlich muss man doch das raffen. Das muss man doch vor allem raffen. Bubble könnte man schon als überdramatisch wahrnehmen und gehen ganz gerne. Ich sag einfach nur gerne Hypervoke. Warum nutzt das eigentlich keiner? Hypervoke ist der perfekte Begriff für die. Oder Hyperwookie. Sag ich ja auch gerne, aber nur wenn es um Dara geht. Gerne mal voll Karacho ins Leere. Shoyoka setzt dem Ganzen aber nochmal die Krone auf und blamiert sich so richtig mit dem, was sie so auf Twitter auskotzt. Nachdem Monte in ihrem Stream war und privat reden und ihr Frieden angeboten hat und die Hand reichen wollte, war ihr Kommentar dazu auf Ernst danach auf Twitter. Auszug aus dem Stream heute. Werde ich dann privat geklatscht oder wie ist der Plan? Richtig, Shoyoka. Überhaupt nicht überdramatisch. Genau das meinte Monte, der böse, böse Schläger mit Hand reichen, ja. So macht er das. Schau Karl lieber nicht während einer seiner Karl-Phasen. Das ist so ein Rabbit Hole, das einen wütend macht. Tja. Der nächste Beef, dann würde ich sagen. Ich mag Menschen, die wütend werden. Die finde ich, die mich sehr unterhaltsam. Weil über die lache ich dann gerne. Also wirklich ernsthaft wütend, nicht dieses humoristische wütend. Ja, ich weiß, das hört sich makaber an, aber ihr wisst mal, was ich meine. Wir regen uns ja alle irgendwie auf über Shoyoka, aber es ist irgendwie auf eine gewisse Art und Weise witzig. Oder es gibt Leute, die sich wirklich ernsthaft aufregen. Und da habe ich Karl schon mal gesehen, wie er dann so wie der wütende Kopf aus einem Disney-Film, wie heißt der nochmal? Wo die Emotionen dargestellt sind in Farben in dem Kopf. Und da ist doch der eine Rote, der in Flammen aufgeht. So stelle ich mir dann aber dann einen Karl vor. Wenn der mal wieder wütend wird. Oh, aber ihr wisst, welchen Film ich bestimmt meine, oder? Disney-Film kennt eigentlich jeder.
Das immer, das konnte ich auch beim Montevent beobachten, wie er all seinen Jungs zur Begrüßung die Hand gereicht hat. Sah genau so aus. Moin, moin, meine aktiven Freunde. Moin, moin, meine aktiven Freunde. Moin. Moin, moin, meine aktiven Freunde. Moin. Ich bin eine Frau. Frauen sind wie Hunde. Aber Leute, es kommt viel besser, als Monte diesen Tweet lesen wollte. Oh, wie geil. Oh, ey, die schlimmste Aussage, wo er wirklich aus dem Kontext gerissen wurde von ihm, das war schon echt geisteskrank. Oh, du meinst Wut aus alles steht Kopf, genau, alles steht Kopf. Alles steht Kopf, genau. Dieser wütende rote Klumpen, wo in Flammen aufgeht, so stelle ich mir Karl vor, wenn er wirklich wütend wird. Kann ich halt nicht ernst nehmen. Humor wütend zu sein, finde ich anders. Das hat mehr Unterhaltungswert. Ist halt in meinen Augen so. Einzige, wo es akzeptabel ist, wenn du dir zum Beispiel den kleinen Zeh stößt, dann darfst du auch wieder rote alles steht Kopf werden. Ne? Also kleinen Zeh zu stoßen oder auf Lego zu treten, da ist die richtig Hasswut erlaubt. Oder würdet ihr mir zustimmen, hundertprozentig? Und im Stream darauf eingehen wollte, wie weit weg das von der Realität ist, blockierst du ihn auf Twitter und meinst: Ich habe ein Dutzend Accounts, die an dieser monatelangen Hetze beteiligt waren, blockiert. Monte lockt sich während seinem Livestream vor 25.000 Buhu auf den zweiten Account ein, um die Sperre zu umgehen und weiter über mich zu sprechen. Das ist alles so absurd. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Nee, ist ja der monatelange Account, ne? Der rote, wütende Kopf heißt Wut. Stimmt eigentlich. Die haben ja nach den Emotionen benannt. Aber wenn ich sage, ey, du siehst aus wie Wut, finde ich diesen Satzbau doch etwas unangenehm. Findest du nicht? Nein, sie lässt so einen Bullshit vom Stapel, framed Monte als Frauenschläger vor 70.000 Twitter-Followern. Und wenn man dann darauf eingehen möchte, als betroffene Person, auf diesen Verkehrsunfall von Tweet, dann ist das absurd. Komm mal klar, dein Monte ist ein Schläger-Tweet, ist so weit hergeholt. Ich frage mich, wie sich Shoyoka Monte vorstellt, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt und seine Familie grüßt. Mi amor! Bueno. Ich glaube, du solltest mal von dem Narrativ wegkommen, dass alle Männer immer auf Gewalt gegenüber Frauen aus sind. Dein ganzer Twitter-Verlauf ist ein einziges Mann gegen Frau. Dazu aber. Warum ist denn das jetzt eigentlich zensiert? Hey? Ist doch nicht schlimm, das zu. Hey, die Tweets sind doch alle öffentlich. Die hat ja nichts gespielt. Es ist nicht verboten, das zu sehen. Warum ist das jetzt zensiert? Finde ich sehr schade. Mehr im zweiten Teil. Steht schon alles bereit auf der Festplatte. Keine Sorge. Oh. Das wird dann noch besser. Vorher möchte ich aber. Hast du gerade gesagt, dass du die Festplatte von Mimi hast oder dass du eine ähnliche Festplatte hast, die an Mimis ranreicht? Oder du hast direkt Kontakt mit Mimi und er ist eigentlich schon dabei zu recherchieren? Das würde ich jetzt echt gerne wissen. Das ist eine wichtige Info, weil hast du ein ähnliches Spektrum wie Mimis Festplatte, dann müssen wir uns langsam echt nachnehmen. Das ist schlimmer als Girls Ordner. An der Stelle an euch appellieren, dass ihr, meine lieben Zuschauer, in den Kommentaren, auch wenn das Thema heiß aufgeladen ist, bitte sachlich bleibt, wenn ihr einen Kommentar schreibt. Ihr werdet eh diskreditiert, was weiß ich, weil ihr ein weißer Hetero-Cis-Mann seid. Man darf doch über alles debattieren, oder nicht? Warum weiß ich, dass du ein weißer Cis-Mann bist, wenn du einen Kommentar schreibst? Oder Woman von Trump, aber ich möchte nicht noch mehr Angriffsfläche bieten, wie ein Plus-Size-Model beim Völkerball. Und by the way, heute gibt es leider kein Update dazu, wie es mit der... Ja, der makabere Witz war, also der Witz war, den fand ich jetzt zum Beispiel nicht so schön. Aber man hat verstanden, dass es ein Witz war. Aber ich habe ihn zum Beispiel jetzt nicht gefühlt und fand ihn nicht gut. Sachlich, einfach, logisch. Aber die Pointe war da. Liebe meines Lebens, Saschka läuft, aber seid gewiss, wenn ich sage, alles für sie zu geben. Alles. Ansonsten danke ich natürlich für jede Bewertung des Videos. Da war er doch bei Tim, oder? Ich glaube, da war er bei Tim, gell? Jedes Teilen hilft, unsere Message zu verbreiten, dass wir uns den ganzen Bullshit und die Cancel Culture, welche hier aufgerufen wird, nicht gefallen lassen, wenn sie unbegründet sind. Folgt mir, ihr tapferen Spatiaten und Krieger des Internets, erheben wir uns gegen den Bullshit. Wow. Es geht weiter, dass Anhänger von Shoyoka Tobias Huch Doxing vorwerfen und dieses Video ohne Kontext zeigen und mit Piepen bearbeitet haben, um zu framen. Mal so von einem angehenden Informatiker zu einem voll ausgebildeten Informatiker. Was meinst du? Wie viel Petabyte hat Mimis Festplatte?
Sorry, mir fällt immer nur die Zahl unendlich ein. Bei Mimi fällt mir nur Unendlichkeitszeichen ein. Es endet einfach nicht. Es gibt auch so ein schönes Zitat von Albert Einstein von wegen der Unendlichkeit und der Dummheit der Menschen und des Universums. Da hat er aber Mimis Festplatte noch nicht gekannt. Drei Sachen, wo man sich das war die Endlichkeit, gell? Oh Gott, ich kann mich nicht dran erinnern. Er ist sich unsicher bei der Unendlichkeit. Wie war das nochmal? Oder ob das Universum endlich ist und die Dummheit des Menschen ist er nicht sicher. Oder irgendwie sowas. Und dann auch bei Mimis Festplatte, die ist wahrscheinlich auch unendlich. Mann, wo habe ich sie versucht zu doxen? Das ist auch gelogen. Ist einfach gelogen. Ich meine, ich bin fair zu ihr. Sie nicht. Sie dreht hier komplett durch. Ich finde, dass jeder PC so eine Festplatte haben sollte. Das Problem ist halt, wozu denn? Es nutzt nicht jeder. Also ich könnte so eine Festplatte langsam brauchen. Liegt aber auch daran, dass ich mir so viele zusammensammle, dass ich irgendwann nichts mehr finde. Ich habe es zwar organisiert, aber ich habe es so organisiert, dass ich das nicht mal mehr finde, weil es so organisiert ist. Kennst du das? Was mich aber immer am meisten nervt, zum Beispiel Bilder, die man so abspeichert und was auch immer, da bräuchtest du eigentlich die mehreren Tags, die müsstest du dabei extra anlegen, das kostet so viel Zeit und dann hast du keinen Bock und packst schon einen Ordner und dann vergisst es und dann sammelt sich und Ich erinnere mich noch an die alten Fotos von mir auf dem Handy, wo ich noch, wo es noch Bluetooth gab, also wirklich diese Ranhebteile, Infrarot meine ich, nicht Bluetooth. Oh, und diese Fotos habe ich auch noch irgendwo auf dem Rechner rumschwirren, ganz tief im Datenlager des Grauens. Oh, das sammelt sich halt über die Jahre wirklich. Also ich habe mir wirklich viele Daten gesammelt, die ich niemals mehr rausgebe und niemals mehr anschaue, aber ich will sie weiterhin haben. Kennt ihr das Problem? Ich weiß, es hat schon was Messy-like, aber digital. Das ist nicht so schlimm. Schnell aufgeräumt. Alt entfernen. Übrigens, macht das bitte nicht, wenn ihr nicht sicher seid. Alt entfernen heißt im Grunde, ihr löscht es endgültig, ohne dass es im Papierkorb landet. Denkt dran. Geht ins Private. Joka war heute essen in Berlin. In Berlin. In so einem veganen Restaurant, das heißt... Oh, so unangenehm war das. Grüße gehen raus an Shuyoka. Das Restaurant, wo sie war, ist übrigens sehr, sehr gut. Also wenn ihr vegan essen wollt, in Berlin in der Nähe der hier Spielerladen. Das klingt jetzt highly beängstigend. Ist es auch. Sie ist Auto gefahren oder Bus gefahren, keine Ahnung, um dort essen zu gehen. Das ist einfach mal von wo sie eigentlich ist, entfernt. Quer durch Berlin. Das hat sich einfach ja voll komplett durch Berlin. Sieht böse aus, wenn man das sieht, oder? Wenn man das auf Twitter sehen würde, da denkt man sich nur... Nee, das ist das Widerwärtigste, was ich bisher gesehen habe. Fakt ist aber, dass die Pieper-Teil sehr manipulativ gesetzt wurden, welches die Aussagen unnötig emotionalisieren. Die eigentliche Geschichte war wohl, dass Tobias Huch zugetragen wurde, dass Shuyoka sehr schlecht und lautstark in dem besagten Restaurant über Tobias geredet hat. Und Tobias hatte dann dieses Restaurant geleakt und das über 6 Stunden später, im Spiel, wo sie nicht mehr da war. Und jetzt kommt der Hammer. Ja, das Restaurant ist über 1 Stunde Fahrtweg nach Spandau, wo Shuyoka unseres Wissens nach lebt, entfernt. Shuyoka und Anhänger, das... Der Bereich ist natürlich riesig, ne? Also 1 Stunde, das kommt auch... Du musst ja bedenken, da sind ja auch Ampeln und alles mögliche dazwischen. Diesen Bereich, du kannst da nichts rausfinden. Also, wie gesagt, das nennt man Verfolgungswahn auf gewissem Niveau. Das ist kein Doxing. Allein die Sache, dass Shuyoka öffentlich gemacht hat, dass sie aus Spandau kommt, wäre schon mehr Doxing als das, was Tobias Huch gemacht hat. Nein, das wusste ich gar nicht. Ich möchte die Aktion an sich auch nicht gut reden. Ist natürlich trotzdem kein geiler Move von Huch. Eventuell wollte sie ja nochmal zu dem Restaurant hin und fühlt sich da jetzt unwohl. Aber hier von Doxing zu sprechen, ist übertrieben. Aber ey, ich verstehe schon. Doxing hört sich halt dramatischer und emotionaler an, ne? Genauso dramatisch und überemotional wie das hier. Kuchen hat jetzt Tobias Huch geradet, damit der Staffellauf der Heads-Kampagne im nächsten Stream weitergemacht werden kann. Wenn man schon zu 10 auf eine Frau draufhauen kann, dann anständig, wa? Twitch-Support reagiert immer noch nicht. In Klammern, bitte, bitte, Leute, markiert ab den Twitch-Support. Ich frag mich so, dass er wann eigentlich wieder freigeschalten ist. Also da kam ja auch kein Update mehr. Das finde ich echt scheiße. Ich würde echt mal gerne das wissen. Kann da jemand nicht mal bei Tim anrufen und sagen, hey, wie schaut's denn aus? Wäre schon mal geil, so ein Update zu erfahren, so nach Monat.
Bitte, bitte cancelt den bösen, bösen Mann. So kommt mir das zumindest rüber und das ist gleich doppelt peinlich und dreifach dämlich, weil ja, KuchenTV hat Tobias Huch geradet, nachdem er... Also ich plaudere so 10 Minuten mit den Zuschauern, Studiumzeit, London, Waffen... und dann geht's in Direction. Shoyoka war nur wenige Sekunden Thema, weil sie mich getötet hat. 3 Stunden, 20 Minuten, 50 wird spannend. Erst will ich in das Bubble gehen, schaue dann aber Arte. Und da hatte ich ca. 4000 Zuschauer und hätte ohne Probleme einen fetten Shoyoka-Stream machen können. Aber stattdessen Israel, okay. Er auf ihren 3 Stunden Bullshit-Stream reagiert hat. Aber Tobias Huch hatte Shoyoka danach nicht mehr großartig thematisiert. Die haben im Laufe des Streams über völlig andere Themen geredet. Aber Hauptsache schreiben, der Staffellauf der Hetzkampagne im nächsten Stream weitergemacht werden kann und zu 10 auf eine Frau draufhauen. Klingt ja dramatischer, als sie haben im Stream über Israel und eine Arte-Doku gesprochen. Und selbst wenn dir der Fauxpas erst im Nachhinein aufgefallen ist, dass sie über komplett andere Hauptthemen gesprochen haben und du das dann nicht korrigierst im Nachhinein, fragt man sich halt. Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran halt die Das Beste ist aber der Anhang, wo sie mit einem Screenshot beweist, dass der Raid stattgefunden hat. Ey, Shoyoka, wir glauben dir, dass es ein Raid gab. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist, wenn man seine Zuschauer am Ende seines eigenen Streams weitersendet. Und das ist. Was ist denn ein Raid? Kennt man das? Kann man das essen? Hä? Gang und gäbe auf Twitch und wird bei fast jedem Stream gemacht. Deshalb belege uns doch nicht das, sondern lieber deine harten Anschuldigungen, dass Tobias Huch Hetze betreibt in seinen Stream mit konkreten Clips, wo er Hetze betreibt in diesem Stream, wenn du schon den Twitch-Support markierst. Die Tatsache, dass Tobias Huch geradet wurde, ist doch kein Beleg dafür. Ihr werdet jetzt denken, war locker nur als Untermalung gedacht, das Bild, aber nee, man muss sich ja solche dummen Takes von Shoyoka anhören. Wir merken uns, ich habe heute stundenlang alles, was ich geschrieben habe, auf Twitter mit Clips und Screenshots belegt. Und kein Wunder, dass man denkt, dass du hetzt und lügst, wenn das einer von deinen tollen Belegen sein soll. Weitere tolle Belege schauen wir uns übrigens in Part 2 an, aber der Joke ist, alleine dieser Tweet ist schon wieder eine Lüge gewesen. Shoyoka war nur wenige Minuten überhaupt ein Thema und das auch nur, weil du den ganzen Abend über diesen Mann getwittert hast, warst du das. Und obwohl das Thema riesig ist, du ihn mit reingezogen hast in die Thematik und man locker ganz viel über deine ganzen Fauxpas hätte reden können, hat er sich entschieden, mit 4000 Zuschauern Israel zu thematisieren. Wo war das bitte eine Hetzkampagne? Und übrigens auch noch wichtiger, viel, viel wichtiger, das Thema ist auf jeden Fall wichtiger als Shoyoka, muss man einfach dazu sagen. Aber ganz ehrlich, wie viele Leute glauben wirklich genau das und können vor allem spätestens nach solchen Aussagen immer noch behaupten, dass das hier eine Hetze ist? Das würde mich mal rasend interessieren. Und wenn es diese Menschen gibt, ich glaube daran, dass es Menschen gibt, die weiterhin daran glauben, ja, wir müssen beide in die Kirche, obwohl ich Atheist bin, scheiße dafür. Aber mal Real Talk, erklärt mir bitte aus logischer Sicht, aus ganz normalen Fakten, wie könnt ihr daran glauben, dass Shoyoka das wirklich ernst meint, dass es eine Hetze war, wenn es hier faktisch gesehen keine Hetze war. Bitte, erklärt mir das. Night Raid kennt man doch. Das ist die Killergruppe aus Akamaka Gil. Hä? Was mit Night Raid? Hä? Also Raid, ja. Aber was hat Night Raid jetzt damit zu tun? Hä? Ich verstehe den Zusammenhang gerade irgendwie nicht. Wo kommt das denn her? Wieso? Hier gegen dich. Warum ist immer alles eine Hetzkampagne gegen dich? Wie kann man so überdramatisch sein? Das ist absolut. Ich habe mir den Clip mal komplett angeschaut. Den gab es schon vorher auf Twitter. Ich denke mir so, what the fuck? Du kannst doch nicht eher. Also ich weiß nicht, ob das eine ernsthafte Serie sein soll. Ich weiß es nicht. Aber falls ja, was für ein geisteskranker Regisseur hat daran mitgearbeitet. Ihr müsst euch bedenken. Das ist eine Hetzkampagne gegen dich. Wie kann man so überdramatisch sein? Die gibt eher eine Ohrfeige. Wahrscheinlich die Mutter der Tochter, so eine Art. Ne? Die fällt jetzt rum. Da ist ein Vorhang. Sie hebt sich selber fest, erwürgt sich und alle total brauchen Ewigkeiten zu reagieren und rennen dann dahin. Das ist absolut Bronze. So, ich habe jetzt... Das wäre nicht Drama auf Feinsten, nämlich keine Drama. Oh.
Ich hoffe so sehr, dass diese Serien-Filmausschnitt, dass das wirklich beabsichtigt war, weil das ein Humordinger ist. Aber ich habe ein trotzdem die Befürchtung, dass es eine real krasse Serie ist. Mit wirklich so einem Drama, das ernsthaft sein soll. Denkt dran, wenn ihr einen Menschen ohrfeigt, bitte nicht in der Nähe von Vorhängen. Sie könnten sich selber erwürgen. Ah, jetzt bin ich auf YouTube, Alter. Was für ein Wechsel. Mach nicht den hier. Beruhigungstee getrunken, mal weg von diesem ganzen überemotionalisierten Quatsch von Shoyoka und rein in etwas, das einfach lustig ist und auch mein persönliches Highlight. Als Monte bei Shoyoka im Twitch-Chat war und sie logischerweise auf seinem Event nicht eingeladen ist, das sollte klar sein, passierte Folgendes. Weißt du, was das Highlight war, Bro? Was sagst du? Weißt du, was das Highlight war für mich? Ja? Sie sagt, Bro, ich lade dich auch nicht zu meinen Events ein. Hä? Digga! Das war wirklich einer. Leute, Shoyoka, das hast du das original zu Monte gesagt. Ich lade dich nicht zu meinen Events. Mal davon abgesehen, dass das so ein herrlicher Kindergartenkonter ist, nach dem Motto, ich bin nicht auf deiner Party eingeladen, ey, auf meine tollen Partys bist du auch nicht eingeladen. Bitte, Shoyoka, kümmere dich lieber darum, dass du vernünftig streamst und Content machst, in Klammern. Hohoho. Ein Magier ist geboren. Ohne gegen Leute zu hetzen, dann stört das nämlich auch keinen. Dann läuft es bei dir finanziell auch wieder besser, denn gerade hat keiner Bock auf deine Low-Budget-Partys zu gehen, wo du aus Kostengründen gleichzeitig Türsteher, Garderobe, Bedienung und DJ machst, während Freiraumreh auf der Tanzfläche alleine Bombenstimmung machen muss und Dara sich auf der Toilette die Augen ausholt, weil du ihn nicht beachtest. Aber auf jeden Fall hat Shoyoka mit diesem Konter gezeigt, dass sie genauso schlagfertig ist wie Monte, wenn man ihm die Hand reichen möchte. Moin, meine aktiven Freunde. Moin, meine aktiven Freunde. Moin, meine Auf meinem Zweit-Channel JJ Riddle vorbei oder bei mir auf Twitch. Die Stimmung ist herrlich und wir geben immer alles. Zusammenfassend lässt sich sagen, Shoyoka und ihre Leute nicht nur chronisch Dinge missverstehen. Lädst du Shoyoka zu einem Event ein, wenn du einmal eins machst? Falls. Mit einem sehr großen Fragezeichen, das jemals noch vonstatten gehen sollte. Hätte ich voll Bock drauf eigentlich. Aber erstens wüsste ich, es würde eine Absage kommen. Und das kann ich nicht mehr erlauben, eine Absage zu kassieren. Dann müssen andere härtere Bandagen ausgepackt werden. Nein, ich schlage niemanden. Denkt dran, Bandagen kann man auch anders verwenden. Nee, aber ich hätte... Du, ganz ehrlich, es ist ja nicht so, dass... Ich glaube nicht, dass sie ein böser Mensch ist. Ich glaube, sie ist nur verwirrter, als sie gerade sein sollte. In bestimmten Augenblicken, mit bestimmten Aussagen und Takes. So, erstmal auf der sicheren Seite. Aber warum nicht? Je mehr, desto lustiger kann es nur werden. Und solange niemand sich körperlich oder seelisch absolut verletzt auf einem Event, warum dann vermeiden? Ey, das wäre doch eine geile Party. Ich kann mir schon das geil vorstellen. Also ich habe noch ganz andere Kandidaten, die ich in Kombi absolut, wobei zerstörerisch wäre kein guter Effekt dafür, aber doch, das wäre zerstörerisch. Weil ich habe noch ein paar andere Leute, die ich so vermute, dass die überhaupt nicht harmonieren miteinander. Und das würde so schlecht abgehen. Aber ich kann es mir so, ich könnte es so fühlen. Oder aus dem Zusammenhang ziehen, sondern auch, dass ihr mal die ein oder andere Auszeit guttun würde und dass, man schon sagen könnte, dass Shoyoka durchaus emotional und manchmal auch etwas hysterisch reagiert. Ungefähr so. Manchmal. Gut Anführungszeichen, ne? Hey Tyler, are you on your way to algebra? Wollen wir uns in Frieden die Hand reichen? Oh nein. At first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh no, no, I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my life to live, I've got all my love to give. Oh, ein klasse Video, ein klassischer Jacob.
Puh, das hat Spaß gemacht. Ich bin heute nicht mal auf dieses witzige Ragen gekommen. Ich kam nicht mal auf diese Ebene. Es war einfach nur unterhaltsam. Es war purer Spaß. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil. Ich möchte jetzt auch mal Jacob kennenlernen. Mehr kennenlernen. Sau cool. Und sein Erfolg, ich feiere das. Hat er sich verdient. Instant Rise auf VTuber. Das sind auch schon wieder krasse Videos hier, so, die ich anschaue. Ich habe in letzter Zeit ein paar so Zeichenvideos angeschaut. Just for fun, weil ich es kann. Was meint ihr zu diesem Video? Denkt ihr, der zweite Part wird noch mehr killen oder nicht? Haut mir mal die Ideen raus. Und vor allem, wie das Update abläuft mit Sascha. Habt ihr da schon eine Idee? Kommt da jetzt eigentlich was zu bundeln, anzubundeln oder nicht? Was meint ihr dazu? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Und haut rein. Bye, bye.